die Vorbilder in unserer Gesellschaft, die sind es, die den Kit ausmachen. Stritzel Stuck und Schorsch Hackl, weltweit bekannt. Der eine Rennfahrer-Legende, der andere Rodel-Olympiasieger. Also ich denke, wir haben genug darüber zu reden, was wir in unserer Gesellschaft besser machen können mit Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht. Das sind für mich Vorbilder. Leute, die was zu sagen haben, die einen guten Background haben, die es auch zu was gebracht haben. Sowohl geschäftlich als auch im anderen Bereich spielt da keine Rolle, aber die sich nicht verbiegen lassen. Ich glaube, auch die Politik braucht von diesen gesellschaftlichen Vorbildern. Das kann die Politik nicht leisten. Wir können nur vielleicht anstoßen von Ideen, aber dann braucht man natürlich auch Menschen, die Vorbilder in unserer Gesellschaft zusätzlich sind, über den Sport, über die berufliche Tätigkeit, die dann auch nochmal anschieben. Ich bin Botschafter für die Aktionsgruppe Kinder in Not. Und diese Aktionsgruppe beschäftigt sich mit Kindern in Dritte Weltländern, auf den Philippinen, in Indien und in Südamerika. Und mit sage und schreibe 125 Euro im Jahr kann ich ein Jahr lang ein Kind fördern, das bekommt damit Nahrung, Kleidung, medizinische Versorgung und schulische Bildung. Gerade in der jungen Generation haben wir große Aufgaben, die Menschen zu begeistern, dass es sich lohnt, sich einzubringen. In der Politik, im Sport, in der Musik, in der Kultur, in vielen, vielen anderen Bereichen. Und dass es sich lohnt, den Mund aufzumachen für ein Engagement in unserer Demokratie.